So, und genau das hier ist unser jeden Morgen täglich Ausblick. Super geniales Teil hier. Aber es gibt einen Vollfail hier. Ich habe das Zelt so aufgestellt, dass wenn ich im Zelt drin sitze, genau das hier sehe. Schon ein bisschen blöd, ne? Ja, wir sind hier auf diesem hübschen, tollen Campingplatz. Ey, das ist echt herrlich. Direkter Blick auf den See, beziehungsweise auf das Meer runter. Ist ja Meer, ne? Kein See. Auch wenn es so klein aussieht. Hallo, meine lieben Freunde der Sonne. Ach, Tag 2 auf diesem Platz hier. Und wir liegen den ganzen Tag nur in der Sonne rum. Weil geiles Wetter, blauer Himmel, keine Wolken und immer noch unsere geniale Aussicht mit dem Schild hier. Was wir aber wirklich heute machen wollten, war eine Wanderung hier. Ich glaube, die machen wir auch noch. Auch wenn das Jacket ziemlich heiß ist. Ich glaube, wir machen die das ein bisschen später, weil hier wird es abends relativ zügig kühler. Also ab 5 spürt man hier einen ordentlichen Unterschied. Das heißt, wir werden heute eher ein bisschen gegen Abend laufen, wo es nicht ganz so heiß ist und jetzt halt in der Sonne liegen. Ich habe extra Schatten gemacht, aber Madame liegt in der Sonne. Ach ja, und schauen ein bisschen das Schiffchen hier zu. Jackie vergnügt sich noch ein bisschen im Gras. Aber das Coole an dem Platz hier ist, hier um die Ecke ist gleich ein Ziegengehege. Ein paar wandern gerade schon drauf zu. Bisher hat die Jackie sie zwar noch nicht entdeckt, ich glaube, sonst würde die wie bei Schafen anschlagen. Oder aber unser Training hat funktioniert und Madame kann es neben Ziegen und Schafen endlich halbwegs gemütlich chillen. So, Nachmittag. Zwar noch nicht ganz 5, aber ich glaube 3 haben wir. 3 oder halb 4. Auf jeden Fall laufen wir jetzt eine Runde hier am Campingplatz vorbei. Der ist da. Wir haben heute wieder Schlepp dabei übrigens. Und laufen heute einen Wanderweg entlang. Allerdings nur ein Stück davon, weil der Weg ist eigentlich 240 Kilometer und geht an der gesamten Küste hier entlang. Also im Südosten von Dänemark. Bevor wir jetzt aber eigentlich den richtigen Wanderweg hier gehen, laufen jetzt noch durch diesen coolen kleinen Wald hier durch. Das war jetzt immer unsere Morgens- und Abendspazierrunde in den letzten 2 Tagen, also seitdem wir hier sind. Und es ist so genial, weil hier riecht es nach Bärlauch. Aber wie? Und es ist so ein richtig uralter Baumbestand hier. Ach, herrlich. Thank you.
Ja, der Weg hier. Öhefsten. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ich hoffe, ich bin richtig. Es ist wunderschön hier, echt. Es geht die ganze Zeit entweder direkt am Meer entlang oder auf dem Deich oder kurz hinter dem Deich. Das heißt, man muss immer wieder ein bisschen durch die Büsche durchspickeln, dass man was vom Meer mitkriegt. Es ist wunderschön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es muss wirklich doppelt und dreifach gesagt werden. Der Jackie geht es heute übrigens auch sehr, sehr gut. Die liebt solche kleinen Pfade, wo man immer wieder anhalten und schnüffeln kann. Und dadurch, dass hier so wenig los ist, kann man hier wirklich mal den Hund Hund sein lassen und sie einfach mal nur laufen. Und sie genießt es so arg heute. Es ist richtig schön mit ihr. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Platz gefunden. Ich zeige euch das mal schnell. Das ist hier so ein kleiner Weg hier hinten. Da kann man auch irgendwie, wir laufen da mal kurz hin, ich zeige euch das jetzt. Schaut mal, da kann man nämlich irgendwie auch bis zu diesem Gehöft da hinten hochfahren. Und es wäre eigentlich auch ein cooler Platz, um hier mal frei zu stehen. Und vor allem mit der Aussicht hier. Aber jetzt die Zelte abbrechen und 5 Kilometer weiterfahren für einen schönen Platz, wo wir es dann auch 5 Kilometer weit in der Richtung auch schön haben. Ich finde, es lohnt sich nicht immer so tolle. Auch wenn man bei solchen Wanderungen extrem viele tolle Plätze sieht. Also falls ihr einen Platz sucht zum Übernachten, zum Freistehen, einfach mal ein Stückchen wandern gehen. Da findet man meistens eher was, wie wenn man immer mit dem Auto irgendwo hinfährt. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür sind die Plätze echt schön. Geil ist das denn? Hat sich jemand einfach hier so ein Fass hingestellt auf sein eigenes Grundstück mit Steg. Schon geil, oder? Wow. Für die Jackie wäre das sicher auch ein tolles Haus. Schöne Hundehütte. Da sind wir direkt am Yachthafen vom nächsten Ort. Naja, vielleicht ist auch der übernächste, wir haben einfach nur keine Ahnung gesehen. Ach, ist das schön hier. Der ganze Weg läuft nicht immer nur in der Sonne. Es gibt hier auch reichlich Schatten. Also schaut mal, das sieht dann so aus.
Der Teil von dem Weg war jetzt nicht ganz so idyllisch, weil er nonstop an Feldern vorbeigegangen ist, aber man hat immer wieder diesen Blick aufs Wasser raus und das lohnt sich auf jeden Fall. So, und an dieser Stelle drehen wir um und laufen wieder zurück zum Platz, weil es wird nämlich ganz schön spät. Und außerdem wollten wir heute auch keine ganz so riesen Tour machen bei der Hitze. Vor allem, Jackie ist, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt. Ich auch nicht. Viel zu warm. So, wir gehen nach Hause und dann kommt jetzt... Thank you.